Ein kleiner Kosmos aus 361 Punkten. Der erste Stein auf dem noch leeren Go-Brett. Den zu setzen. Das erzeugt so ein Zittern im Raum. Etwas Unabsehbares. Steine wie Sterne auf dem leeren Feld werden zu Geschichten. Zahagi Watsamira. Zido-Baduk으로 호선-Baduk을 두게 되다니. 젖바둑이나 정선으로 두는 것보다는 이 친구에게는 큰 도전이겠지. Dieser koreanische Profi soll ja der stärkste Spieler sein, gegen den ich je gespielt habe. Auch 4-4. Wieso bin ich so angespannt? Zittern etwa meine Hände? Misha라고 했던가? 아직 어린 나이 같은데 실력이 좋은 건가? 대사관배 우승이라면 올가을 세계 아마바둑 선수권에 출전권을 획득한 것이잖아. Schon als Kind habe ich den weiten Sternenhimmel geliebt. Vielleicht hat mich darum das Go fasziniert, mit seiner Eröffnung. Wenn die Steine ganz friedlich gelegt werden, als ob ich Sternbilder male. Amabaduk에선 독일도 꽤 세다고 듣긴 했지만 한국이나 일본, 중국, 대만에 비하면 아직 멀었지. 하긴 일본 기원의 고바야시 사범 제자 중 한 명이 독일인이었던 것 같은데. Endlich werde ich ruhiger. Eigentlich gefällt mir die Herausforderung, mit einem Profi zu spielen. Ja, das gibt mir was. Yoksi nullowakun. Hunan Spobigin Hajiman. Sonsuga negeromien, nato pangyogul halsu isseni. Nappujin ankekun. Er liegt an. Ich erinnere mich. Jung Hanso. Ich habe ja sogar seine Bücher gelesen. Vor 7 Jahren. Da war er weltweit einer der erfolgreichsten Spieler. 일단 붙여서 늘고 귀의 실리를 지키자. Ach, schau mal. Jetzt, wenn ich den Schnitt hier decke, werde ich später im Vorteil sein. Nahen 중국식 보석이라. 이 친구 꽤 유연하게 바둑을 두어가는군. 하지만 이곳의 약점을 노린다면 내게도 형세는 나쁘지 않다. Wie ich es mir gedacht habe, er klemmt den Stein aus der Ferne. Aber andere Regionen sind gerade größer und wichtiger. Die 친구, 보석의 감각이 좋군. 우변을 이렇게 두고 좌변을 지킨 다음 다시 하변으로 나오다니. 역시 우변의 약점을 공격하기엔 타이밍이 좋지 않아. Dieser Zug. Er versucht meinem Einfluss etwas entgegenzusetzen. Werde ihm drohen, dass ich mir die Ecke nehme. 이것까지 받아주면 더 이상 곤란하다. 사방으로 큰 바둑을 두는 흙에 비해 내 돌은 너무 한쪽에 치우치고 있어서 불리하다. Verdammt. Verpasst. Natürlich. Er gibt nicht nach. Ich kann's nicht anders. Diese
diese Stelle ist für mich auch wichtig. Ich muss hier verteidigen und Einfluss aufbauen. Ittada. 흙을 더 이상 날뛰게 둘 수는 없다. Wenn ich den Rand entlang schiebe, wird Weiß mitgehen und Stärke aufbauen. Also muss ich die Ecke nehmen und mir das Gebiet sichern. Die 수는 스무 집의 가치를 지녔다. 그러나 이제 선수는 내가 잡았다. 귀에서 잃은 진리를 만회해야 해. Zu spät. Wird kompliziert. Soll ich den oberen Rand aufgeben? Nein. Ich muss auf hohe Ausdehnung spielen, um seinen Einfluss einzudämmen. Dann muss ich also noch mehr Profit nehmen. Ihm fehlt es an Gebiet. Die Partie steht gut. 우변의 실리를 뺏기는 것은 어쩔 수 없다. 서로의 대세점을 먼저 차지하면서 중앙으로 한 칸 뛰면 그나마 조금 낫긴 한다. Der Punkt dominiert das Spiel, sagen sie. Aber der obere Rand ist ganz offen. Da ist er jederzeit angreifbar. Wenn ich meine gebietsmäßige Führung weiter halten kann, kann er sich an meinen Steinen die Zähne ausbeißen. 진리에 많이 민감한 수군. 그렇다고 손을 빼자니 곤란하고, 일단 약점을 지켜야 하나. 인터넷 바둑으로 세계 바둑이 점차 평준화되고는 있지만 이런 정도일 줄이야. Jetzt lege ich an und dann gehe ich am unteren Rand zum Angriff über. Ja, dieses Spiel gewinne ich. Du wirst sehen, ich werde ein Profi. Auch in Korea. Kotzimowsi dunungo nie, 친구. Machi, 요즘 한국의 젊은 프로 기사들과 많이 닮았군. 말이 빠르게 질주하는 듯 하면서도 승부의 칼날을 겁 없이 들이대는 모습이랄까. 'Das nützt mir ja nichts. Lieber baue ich den Einfluss der unteren rechten Ecke aus, indem ich seinen unteren Rand bedrohe. 훌륭하군. 여기서 기회를 내지 못하면 당하겠는데. 그래. 어느 순간 엄청난 신의 기사들이 바둑계를 평정하기 시작했다. 나는 그 속에서 항상 동요하고 불안해했지. Ja, das ist es. Denk hier mal nach. Ja. Ich gehe nach Korea. Ich werde dort nur noch mit den ganz starken Spielern spielen. Wie ist das irre? Es geht. Das haut mich um. 침투를 하지 않으면 내겐 기회가 없는 듯하다. 확실히 이 친구의 포석은 수준급이야. 지금껏 내가 큰 무리 없이 돌을 두었는데도 이런 정도의 긴박감을 만들어내다니. Thank you.
Besucht er es wirklich unten rechts? Ah, er fasst die Ecke ins Auge. Ja, wenn du willst. Aber das ändert die Lage nicht. 이곳으로 침투하면 수단이 생긴다. 그리고 발빠르게 움직이면 된다. Er lässt keine Chance aus. Ich muss mir die Ecke sichern und weiter angreifen. Dann wird es für mich gut gehen. Zikinen 것은 어찌 보면 신뢰에 민감한 너로서는 당연한 수겠지. 그러나 이 백돌은 그리 쉽게 공격당하지 않을 거다. 자! Das war wieder leicht. Leicht, aber nicht einfach. Was soll ich? Wird die untere rechte Ecke dabei beschädigt? Wie mache ich das? Der Angriff ist nicht einfach. Heiß. Wie eine gigantische Sonne. 이 돌 자체로 침투와 삭감은 탄력을 받았다. 수습을 하는 것은 어렵지 않다. 단지 이 친구가 어느 방향으로 공격을 해오는지가 기대되는군. Wenn ich mich hier zurückhalte, werde ich viel verlieren. Hier muss ich kämpfen. Ich habe hier viele Steine. Der Kampf ist gut für mich. 이 친구 역시 과감하군. 주눅들지 않고 이곳으로 붙여오다니. 젊은 기사들의 특징인가? 물러섬이 없고 쉽게 굴복하지 않는 것은. Wenn ich weiter tatenlos zusehe, wie er die Steine verbindet, wird er seine Gruppe leicht in Sicherheit bringen können. Ich muss das verhindern. Oh, gefährlich. Ich muss verbinden und mit dem nächsten Zug die Mitte blockieren. Brich mal aus meinem Netz aus. Überlebst du das hier überhaupt? Ich kann dich hier töten. Ach so macht er das. Schwierig. Hat mich durchschaut. Muss verteidigen, sonst wird's eng. Die weißen Steine isolieren meine Gruppe. Ich muss sie mit dem rechten Rand verbinden, damit ich an der Ecke überlebe und weiter in die Offensive gehen kann. Ich
하긴 여기서는 사석 작전을 계획하고 있었다. 이렇게 되면 나의 삭감은 일단 성공이다. 무슨 ich diese Steine leben lassen? Na gut. Dann muss ich auch meine Steine in der Mitte stabilisieren. 그렇다면 이제 귀와 변을 갈라볼까? Hält er etwa meine Ecke immer noch für schwach? Ich brauche nicht auf einen solchen tastenden Zug einzugehen. Er wird ihn bereuen, wenn ich von der anderen Richtung angreife. 그렇군. 실리로는 그것도 내겐 괜찮았을 텐데. 하지만 선수를 잡은 것은 나다. 그곳에서 내가 잃은 것만큼 너에게 돌려주면 된다. Das ist Nachhand, aber kein Verlust. Damit ist die untere rechte Ecke nicht mehr unsicher. 이렇게 약점을 보강해두면 상대의 패는 더 이상 신경 쓸 필요가 없지. 그는 hatte das Ko im Hinterkopf. Dann musste ich schon blocken und die Vorhand zurückholen. 전술을 빼앗겼어도 내 돌은 이제 정비가 다 되었다. 그는 die Schwäche im Griff hat, wird er versuchen, den unteren Rand zu sichern. 이 친구 나름대로 수를 잘 읽어가면서 두고 있다. 예리하군. 내가 상변의 흑돌을 공략하면 배를 만들겠다는 건가? 그렇다면 지키는 것이 정수로군. Ich muss mich um die Steine da kümmern. Ich muss jetzt handeln. 타이밍도 제법 아는군. 이 정도 실력이면 한국의 연구생들과 실력이 비슷하겠는걸. 그렇다면 나도 준비해둔 수가 있다. Hat er das schon durchgerechnet? Er denkt sich wahrscheinlich, beide Züge sind gleichwertig. Zuerst muss ich das Leben der Steine da sichern, und dann versuchen, die Vorhand zu kriegen. Samlip Samjeren daso Jungbogijiman. 이렇게 되면 집부족증은 그나마 해소되겠지. Na, da muss ich eingreifen. Das darf hier nicht so stehen bleiben. Sakkam인가? 그러면서도 은근히 중앙에 자신의 세력을 만들고 있다니.
이 친구 조금만 가다듬는다면 프로가 될 능력이 충분해. 나이도 내 딸과 엇비슷해 보이는데. Kühle Verteidigung. Ja, ich versuche an dieser Stelle die Dominanz über das Spiel zu gewinnen. Die 친구 욕심이 과하군. 그수로 중앙을 봉쇄하려 하다니. 순순히 응해주리라 믿었단 말인가? Ja, das habe ich geahnt. Aber er wird seinen Gebietsrückstand spüren. Mattgegiramen, 내가 손해를 보는 만큼 너도 손해를 봐야 할 거다. Wenn die Gelegenheit günstig ist, nehme ich mir die Vorhand. Hier fange ich einen Stein und greife die unteren links an. Der Gebietsunterschied wird sich noch vergrößern. 일단은 방어를 해서 돌을 안정시키자. 이 친구에겐 이렇다 할 사범도 없었을 텐데, 굉장한 수준이군. Den Rand und die Ecke unten links greife ich mit Vorhand an, bevor ich mit dem nächsten Zug in die Mitte springe. Kühl을 확실히 지켜둬야겠는걸? 공격이 매섭군. 하지만 내 돌들은 나름대로 모두 안정되어 있으니, 비록 실리에는 뒤질지 몰라도 너의 공격은 이제 더 이상 힘들 거다. Es läuft, wie ich dachte. Wenn ich einen Sprung in die Mitte mache, kann er dann vielleicht einfallen? Wird er oben rechts bedrohen? Er versucht bestimmt, mein Gebiet zu zerstören. 녀석의 집을 줄여야 하는데. 좌하기가 아직 정리되지 않았다. 아직 타이밍이 아니다. 일단 방어를 하면서 때를 기다리자. Eben hier ist die größte Stelle im Moment. Na, da ist der Punkteunterschied aber sichtbar geworden. Ich habe die Oberhand. Sehr gut. Ist er vielleicht schwach geworden, der alte Profi? 그렇다. 그곳이야말로 반상 최대의 곳이다. 하지만 그건 너의 크나큰 실책이다. 이제부터 내 진짜 실력을 발휘해야겠군. 자, 받아라. 미스트, was für ein Fehler. Wenn die Schwarzen am oberen Rand festsitzen, ist das Spiel praktisch schon aus. Mann, war ich überheblich. Wie konnte ich meinen Gegner nur so unterschätzen? Ich war in meinem eigenen Film. Siegumkazi zareodon i chinguege, jogum mianage deukkun. Daeguge hyeongsaeul ijeon dwijibeo bolka.
Ich muss weg. Verdammt. Die Steine muss ich um jeden Preis herausziehen.혜원이도 바둑을 계속 두었다면 큰 방황 없이도 이 친구만큼이나 성장했을 텐데. 집사람과 헤어지면서 나와의 대화도 바둑도 그만두어서 괴로웠다. Woran denkt er? An einen groß angelegten Angriff? 연구생이었을 때 혜원이는 나를 그리도 자랑스러워했지만 모든 게 끝나버린 걸까? 바둑에 대한 열정도 꿈도. Es scheint schwierig zu sein. Besser die andere Richtung. Mal schauen, wie es weitergeht. Na, 역시도 힘들다. 혜원이가 바둑을 그만둔 이후로 나에게 그 열정이 사라졌는지 모른다. Es scheint, als würde er mich freilassen. Aber nein. Er hat sicher einen Zug parat, der meinen Einfluss abbauen und seinen steigern soll. Aber den entscheidenden Punkt nehme jetzt ich. Mudun gosi nae shilsuyotta. Jipsaramgwae munjero neo yoksi mani himdero hetsul tenda. 나는 내 스스로를 잃어버리고 말았는지 모르겠다. 에스 nicht mehr so genial wie früher. Aber ist exakt und immer noch verdammt clever. Macht einfach keinen Fehler. 혜원이와 다시 바둑을 두고 싶다. 미안하다고 말해주고 싶었다. 100번이고 1000번이고 미안하다고. Im Fall der Flucht muss ich die Steine im mittleren Gebiet optimal nutzen. 이해와 타협, 갈등과 투쟁, 오해와 대립. 이 모든 것들이 바둑돌이 놓여지는 이치이다. 이런 흑백의 이치는 음양의 질서이기도 한데. 'Der rechte Rand wird beschädigt, wenn ich hier die Steine unbedingt zueinander bringen will. Das könnte teuer werden. Gut. Dann verteidige ich diese Stelle. Meine Überlegenheit an Gebieten behalte ich, auch wenn ich weiterhin angegriffen werde. 나는 어쩌면 그 질서를 잃어버렸는지 모른다. 내 삶에서도, 바둑판에서도. 그리하여 오랫동안 방황 속에 괴로워하지 않았던가. Machi, 이렇게 몸부림치는 자네의 흑돌처럼. Wenn ich umbiege, wird er schneiden. Ich muss verbinden. Ich kann nicht anders. Im Moment ist das das Beste. 그러나 이렇게 몸부림치는 돌들 안에서도 힘이 있다. 살아나가려 하는 저 힘.
괴로움과 고통에 움츠려들지 않으려는 저 본능적인 힘. 바둑은 비록 인간이 만들었지만 저 본능은 분명. 오케이. Dann opfere ich die beiden Steine. Ein akzeptabler Kompromiss. Noch ein Zug in die Mitte, dann ist mein Ausbruch erfolgreich. Kure. 운명이다. 모든 생명의 운명. 나는 무수한 드라마를 만들고 있었던 것이다. 그러면서도 정작 내 자신의 드라마에서는 나는 스스로를 잃어가고 있었는지 모른다. Mit dem Zug an diese Seite brauche ich mir über Angriffe keine Sorgen zu machen. Padukpan 앞에서는 언제나 배움이 계속된다. 이 흑돌과 백돌은 그 자체로 생명이다. 이 끊임없는 생명의 탄생과 성장, 투쟁과 운명. 이것이 바로 음양의 드라마인 것이다. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie das in die Mitte zieht. Jetzt brauche ich nur den Tigerrachen und bin sicher. Ich bin gut, Ulgarin und Hanguge Uget. Joe und Sissingel Mannamen, Tau Kyongguejigo Kangejil Tender. Mit diesem Zug sind meine Steine vor Angriffen gesichert. 공격이 끝났다고 생각하면 오산이다. 자, 간다. Ja, das hat er vielleicht von Anfang an so gewollt, dass bei mir Schwächen entstehen und er mich dann von unten angreifen kann. Sind meine Gebiete in der Mitte nun gänzlich zerstört? Isuro 타격을 심하게 입었을 것이다. 상변의 흙 두 점을 살리는 것은 필연적인 수순일 테고. 이 Steine in der unteren linken Ecke sind nun ohne Basis. Das ist ernst. Wenn ich weiterhin so die Vorhand verliere, habe ich bald verloren. 일단 혹으로 입고 공격을 정비한다. 다시 공격해서 판세를 내 쪽으로 뒤집어야 한다. Einfach weglaufen, das ist einfallslos. Hier sollte ich drohen und so die Steine verbinden. 그렇게 순순히 놔준다고 기대했던 모양이군. 받아라. Oh nein, das sieht schlecht aus. Ganz schlecht. 이쯤 되면 겁을 먹었을 만하다. 이수로 실리를 챙기며 공격의 고삐를 늦추지 않는다. Ich darf nicht nachgeben. Gibt es denn gar keine Lösung? Ich muss die Steine blocken, die Attacke abwehren. 갈자루를 든 자의 무서움을 똑똑히 보여주마.
so ein koreanischer Profi. Mann, ist das ein harter Gegner. Wie scharf der angreift. "이렇게 양쪽의 돌을 갈라놓으면 중앙의 세력들은 힘을 쓰기 힘들 것이다. 'Ach, ist das einseitig. Ich lasse mich nicht mehr angreifen. Ich muss eine sichere Form aufbauen, diese Angriffswelle brechen.' "그렇다면 이건 어떤가? 이런 맥점을 놓쳐서는 안 되겠지." "Wie lange muss ich mich so verfolgen lassen? Nur ein einziger Fehler treibt mich jetzt in die Enge. Obwohl ich noch sicheres Gebiet habe, das Spiel wird kippen, wenn es so weitergeht." "두 점을 소나기에 넣으면 너는 다시 쫓겨나야만 하는 신세다." "Wie soll ich jetzt nur verbinden? Ich muss wohl innen leben, verdammt." "이미 너는 살기 위해 몸부림치며 괴로워하고 있겠지." "Kann ich keinen anderen Zug machen als diesen? Das ist ja fürchterlich." "튼튼히 이어도 느린 말이 아니다. 상대는 필연적으로 생존을 위해 그 안에서 궁여지책을 만들어야 하니." "Bin ich erleichtert. Er wollte mich gar nicht unbedingt fangen. Ein langsamer Zug, aber unheimlich bedrohlich. Genial gemacht." "자, 이제 비마를 달려볼까나." "자, 이제 비마를 달려볼까나." "Die Lage hat sich gedreht. Mit den Profiten kann ich das Spiel nicht mehr gewinnen. Dieser Zug lässt mein Gebiet noch weiter schrumpfen. Aber dieses Endspiel-Timing werde ich mir merken." "선수 끝내기로는 여기도 크지." "Einfach verteidigen. Vielleicht ergibt sich im Endspiel eine Chance." "여기도 상당히 크군." "Das ist die beste Reaktion. Trotz des Komis stehe ich immer noch gut. Aber leicht ist es nicht, die Weißen anzugreifen." "이제 되었다. 약점을 보강해 놓으면 쉽게 전세가 뒤바뀌진 않을 테니." "Bin ich dann dran? Erst die Schwäche angreifen."
나의 약점을 공격하면서 자신의 약점을 지킨다는 괜찮은 수군. 그건 내가 nicht dulden, dass er dieses Gebiet auch bekommt. 네가 그곳을 지킨다면 나도 여기를 지켜 그만이다. 흠. Er hat ziemlich viele Punkte gemacht. Es ist Zeit für ein Kimmer. Ich will tief in sein Gebiet. 예수를 그냥 막았다가는 우상기의 백 전체가 위험해진다. 삼삼을 지켜야 한다. 'Wenn ich einen Bambus spiele, kann ich mir die Vorhand nehmen.' 괜찮은 공격이군. 'Damit hole ich mir die Vorhand zurück.' 순순히 응해주지. 'Okay, wenn ich mit einem Zug wie diesem Profite gewinne, kann ich hoffen. Vielleicht gewinne ich sogar noch.' 하하, 이거 당했는데. 그냥 순순히 받아주다간 이 녀석의 농간에 당할 수도 있겠어. 조심해야겠군. 이제 내 차례인가? 다시 보여주마. 'Mit dem Bambus hier bin ich sicher.' 이 친구 어떻게 나오는지 볼까? 'Was für ein fürchterlicher Zug. Was versucht er hier? Der will alles einfangen.' 이제는 조금씩 내실을 챙겨 승리를 확보해야 한다. 'Das Spiel mit ihm macht mich eigentlich stärker. Es wäre ein Traum, wenn ich weiter mit solchen Leuten wie ihm spielen könnte.' 오구와 쌍립이 겹치는 급소를 놓쳐서는 안 되겠지. 'Wenn ich doch auch ein Profi in Korea werden könnte. Das Abitur ist dann unwichtig. Mein Weg liegt auf dem Go-Brett.' 우하기가 내게 불리해지겠는 걸. 투지가 있구나, 이 친구. 'Wie dieses Spiel ausgeht, ist egal. Ich werde mich auf jeden Fall teuer verkaufen.'
일단 여기를 지키면 나로서도 만족이다. 이제 서서히 끝내기를 즐기면 되겠군. Ich vertraue meinem Go und meinem Schicksal. Meine Sterne zeigen mir den Weg. Gogiga 크긴 하지만 선수로 약점을 먼저 공격해야겠군. Ich kenne den Stil der Koreaner ja schon aus dem Internet. Yogi-jogi 약점들이 많이 노출되어 있군. 그에 비하면 상변은 그렇게 크지 않아. Bei der Weltmeisterschaft im Herbst werde ich es Ihnen zeigen. Ich will in Korea den Sonderdan-Titel gewinnen. Ich sehe, dass die Höhle nicht mehr so groß ist. Koreanisch ist wegen des Abis zu kurz gekommen. Aber jetzt mache ich weiter. Allein schon wegen Ji-un. Sie ist so süß. Meine Lehrerin. Baren 노래는 항상 경고함이 부족한 법이다. Sie ist so plötzlich nach Korea zurückgegangen. Ich möchte sie eigentlich wirklich gern wiedersehen. Das hatte ich voll verdrängt. Aber wenn ich nach Korea fliege... Yogikkaji인가? 좌상기의 사활도 선수로 몰아서 이득을 챙겨야 한다. Ich kriege ja einen Zuschuss aus Korea. Da kann ich nach dem Turnier noch weiterbleiben. Ich habe ja selbst noch Geld. Da werde ich mein Go verbessern und Sie wiedersehen.
Jetzt! Yesu는 그렇다. 아까 이 한수는 이때를 위해 포진시켰던 것인가? 수일기가 보통이 아니군. 여길 연결하면 105점이 잡혀버리고 만다. 일단 두 점을 살리자. 대 Unterschied wird plötzlich so klein. Das Spiel ist wohl doch noch nicht zu Ende. Banmyeon seungbu인가? 지도바둑 치고는 상대인 나를 긴장하게 만드는군. 그렇다면 이제 4활이다. Geht's jetzt auf Leben und Tod? Okay, hier muss ich Steine fangen. Ansonsten sind die ganzen Schwarzen gefährdet. Mullun 힘들겠지만 여기서 이 흑돌이 잡히면 대국은 끝이 난다. Ja, ich muss das Ganze retten. Und zwar auf Kosten dieser 3 Steine. Das ist die beste Entscheidung zur Rettung des Ganzen. Er will mich ja weiter bedrängen. Ah, unten rechts. Der Verlust, das ist zu viel. Jetzt muss ich das Co. verhindern. Das sieht mir wie eine Mausefalle aus. Ich muss die Mitte verteidigen und die 3 Schwarzen rechts unten opfern. Hückseok-jeom을 잡아서 일단 사석에서도 큰 차이는 없다. Wieder nur Nachhand. Ich werde hier um jeden Punkt kämpfen. Hier decken und unten angreifen. So ein Endspiel habe ich noch nie gesehen. Das ist so einseitig.
상변으로 가기 전에 이곳을 정비한다. 저 자하기도 아직 상황이 끝나지 않았다. 그가 배를 처리하려 한다면 기회를 봐서 계속 공격한다. Der Kampf um dieses Kuh ist wirklich qualvoll. Hessaumira. Pekkami manen negen hangsang dugi dugetsi. Er ist wirklich penibel. Hat er jemals eine Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen? 이 패를 이기면 이 바둑의 형세를 이 친구가 뒤집기는 무리다. Ich dachte, ich hätte mehr Co-Drohungen. Wieso sind seine Co-Drohungen so unerschöpflich? Jebob, 끈질기게 버텨오는군. Ich muss dieses Co für mich entscheiden. Orisogun Saumigin Hajiman, Kue Yeljongmankum und Dugopta. Das war's. Anscheinend wollte er den Schwarzen fangen, aber in Wirklichkeit hat er die obere rechte Ecke im Auge. Grotta. Negedo kuege tujiji anel mankume, yeoljeongwa gumi isseotta. Der oben rechts, das ist ein herber Verlust. Falls er da noch weitere Co-Drohungen spielen würde. Nuguegedo jigo sipji aneum paegiwa seungbu-e daehan jipnyeom-do isseotta. Okay, hier baue ich jetzt noch eine Co-Drohung. Oceseoinga. 왜 나는 이런 낯선 꿈을 꾸고 있는가? 그 흥분과 열정은 정말 꿈이었을까? Die Partie steht immer noch gut für ihn. Sollte ich am Ende verlieren? 나는 사랑했다. 나는 혜림을 사랑했다. 바둑에 대한 열정보다 더 뜨겁게 그녀를 사랑했다. So einfach lasse ich mich nicht unterkriegen.
그녀와 행복한 가정을 꿈꾸지 않았던가? 딸 혜원이가 세상에 나오던 날, 우린 정말 모든 것을 가져버릴 듯한 벅참으로 눈물을 흘렸었다. 그래서 bis zum letzten Moment. Ja, bis zum letzten Moment. 그래. 모든 것은 불안과 집착에서 시작되었다. 행복을 지키기 위해 어떤 하나도 잃어서는 안 된다는 그 어리석은 집착이 나를 힘들게 했다. 아, ist das ein brutales Spiel. 아, ich gebe nicht auf. 오늘 mich ist das hier nicht zu Ende. 인생이라는 바둑판 앞에서 그리도 집착하고 있었던 것이다. 그리고 나의 바둑도 그 집착이라는 늪에서 헤어나오지 못하고 있었다. 야, da bin ich. Bitte schön. Das ist alles, was ich habe. 이 대국은 분명 나를 가르치고 있다. 내가 바라보지 못하던, 아니, 내가 애써 외면하던 내 삶의 상처를. 왜 kommen mir die Tränen? 바둑은 이미 처음부터 내게 말을 걸어오고 있었다. 어쩌면 난 바둑판에서 혼자 외로워하며 괴로워하고 있었던 거야. 그럼 mir so vor, als ob mir das Herz versagen würde. 난 승부에 집착하여 나의 바둑과 내 사랑과 내 인생을 놓쳐버린 것이다. 세 nichts mehr. Gar nichts. 그래. 이제서야 난 듣는다. 내게 보이지 않던 그 한수를. 'Den Weg verloren? Ozig, 한숨만 있을 뿐이다. 내게 길을 말해주는, 그리고 쉽게 사라져버리지 않을 단 한숨만이.
meine Sterne. Linda. 침묵 속에서 전하는 저 이야기들이 Sterne verschwinden, aber die Geschichte nicht. Hans-Reinhard Pietsch hat es bewiesen. Er war der erste deutsche Profi. Er ist gestorben, aber seine Geschichte geht nie zu Ende. Ich werde in Korea seinen Traum fortführen. Jemi-geun. 세계 아마 바둑계 이 친구의 이름을 보게 될 날이. 미하엘 쿤츠. Mein Name wird in der Welt des Go Verbreitung finden. Da bin ich mir sicher. 이 친구를 이곳에서 만나게 된 것은 어쩌면 운명인지 몰라. 니히트 als zweiter deutscher Profi, sondern als einer derjenigen, die in Deutschland die Zeit des professionellen Go-Spiels eingeläutet haben. 이 친구를 지도해 주고 싶다. 만약 그가 한국에 오게 되면 나는 그를 다시 만날 수 있을 거야. 자, 이제 대국은 끝났다. 이제부터는 오직 철저한 계산만이 있을 뿐. 확실한 집계산을 해둬야겠군. verloren. Aber eigentlich habe ich etwas Größeres gewonnen. Ich habe keine Angst mehr vor der Zukunft. Mein Stein schützt mich.
vorbei. Dreieinhalb Punkte? 자분도를 제하면 역시 두집한 차이로군. 2.5 Punkte sind's. 덤이 없었더라면 내가 졌을 만큼 이 친구는 정말 훌륭하게 싸웠다. 나의 열정도 이렇게 다시 살아오르고 있으니 다시 시작하는 거다. Verloren. Aber ich bin glücklich. Trotz allem liegen die schwarzen Steine stolz da und leuchten. Dieses Spiel werde ich nie vergessen. Ja, ich sollte ihn bitten. Vielleicht will er mein Lehrer sein. Steine. Und auf dem kleinen Brett mit den 361 Punkten liegen die Geschichten, die noch nicht verklungen sind, und flüstern. Bis zum nächsten Beginn.